Hallo, ihr Motorradverrückten. Heute zerlegen wir gemeinsam den Vergaser der Yamaha XS400. Und zwar geht es hier im Speziellen um das Modell 12E. Bevor wir loslegen, schauen wir erstmal, was wir an Werkzeug benötigen. Ihr braucht einen Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2. Dann habe ich hier verschieden große Schlitzschraubendreher auf dem Tisch. Eine kleine kräftige Taschenlampe hilft ganz gut. Einen Gabelringschlüssel in der Größe 14 mm. Und eine kleine Spitzzange. Ein wichtiger Hinweis noch, bitte schau auf alle Fälle einmal kurz in die Videobeschreibung. Sollte ich vergessen, etwas zu sagen oder sich im Nachhinein zu deinem Vergaser noch eine Info ergeben, kann ich das dort nachtragen. Und außerdem findest du in der Videobeschreibung eine Mailadresse von einem Profi, zu dem du deinen Vergaser zur Ultraschallreinigung schicken kannst. Weiterhin wird gern gefragt, verdient der Vergaseronkel denn eigentlich Geld damit? Das ist das Coole, wenn du mit den Affiliate-Links die Reparatursätze aus der Videobeschreibung kaufst, unterstützt du unseren Kanal beim Erhalt und beim Wachstum. Außerdem einen Shop mit schneller Lieferung und mit fantastischen Bewertungen. So Freunde, wir legen los und vorher gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Tipp von mir. Bitte beachtet, wenn ihr den Reparatursatz bestellt, dass es dieses Modell, die 12E, gab es mit 27 und mit 45 PS. Ihr müsst also den richtigen Reparatursatz bestellen. Und auch noch wichtig, bitte trennt die Vergaser nach Möglichkeit voneinander, denn es gibt hier an dieser Stelle, schaut mal dort, hier sitzt so ein Alu-Röhrchen und dieses Röhrchen hat auf jeder Seite zwei O-Ringe. Ja, der Kraftstoff läuft ja hier in den Vergaser hinein. Hier kommt er aus dem Schwimmernadelventil dann raus und läuft hier weiter zu dem nächsten Vergaser. Das ist also dieses kleine Verbindungsröhrchen für den Kraftstoff. Und diese Dichtungen sind ja uralt, also bitte Vergaser voneinander trennen und diese Dichtung hier auch mit erneuern. Die findet ihr selbstverständlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wir legen los mit dem Choke. Und zwar hat der Choke hier eine gemeinsame Betätigung. Ja? Und da müsst ihr diese beiden Schrauben hier lösen. Ihr müsst die nicht ganz herausschrauben, die können also in diesen kleinen Betätigungshebeln drin bleiben. Es geht nur darum, dass die Stange sozusagen dahinter herausgezogen werden kann, dieser Betätigungsmechanismus. So, schauen wir mal. Jawohl, jetzt könnt ihr das hier rausziehen. Das dabei festhalten. So, und jetzt könnt ihr das beiseite legen. Und hier genau das gleiche, eben kurz festhalten. Und dann beiseite legen. Das ist schon der ganze Choke-Mechanismus. Und jetzt benötigt ihr den angesprochenen 14 mm Gabelringschlüssel. Damit könnt ihr jetzt hier den Sechskant vom Choke-Kolben lösen und den herausschrauben. Ich mache das jetzt mal hier drüben. Dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So, schaut mal, so sieht der Choke-Kolben aus. Und noch ein Punkt, der für das Trennen beider Vergaser spricht. Wenn ihr den hier nämlich herausschraubt, Moment, ich weiß, ich habe gerade meine Hände ganz schlimm davor, aber ihr seht gleich, worauf ich hinaus möchte. Dann seht ihr nämlich hier, dass der hier gar nicht herauszubekommen ist. Ihr müsstet jetzt also so den Vergaser schallen. Also bitte gebt euch einen Ruck und trennt die beiden Vergaser voneinander. Das ist ja eine recht überschaubare Arbeit. Dann könnt ihr eben an dem angesprochenen Röhrchen diese Dichtung wechseln und hier kann man auch den Chokolben richtig rausholen. So, ich setze den jetzt hier nochmal wieder kurz an und dann geht es schon direkt weiter mit dem Schwimmerkammerdeckel. So, für den Schwimmerkammerdeckel müsst ihr diese 1, 2, 3, 4 Kreuzschlitzschrauben lösen und herausschrauben. Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2. Das mache ich jetzt und dann schauen wir, wie es da drunter aussieht. Die vier Schrauben sind draußen. Jetzt könnt ihr den Deckel hier gerade nach oben abnehmen. Oh, und ich bin mir nicht sicher. Ich gucke es mir nochmal an, aber ich würde fast behaupten, diese Dichtung sollte vielleicht nochmal erneuert werden. Nein, also baut bitte den alten Kram hier nicht nochmal ein. Ja, also einen ordentlichen Reparatursatz bitte besorgen. Die hat es auf alle Fälle hinter sich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, einmal geht die noch. So, schaut mal. Dann haben wir jetzt hier den Schwimmer. Und der Schwimmer ist hier drehbar gelagert im Vergasergehäuse. Und hier ist ein Stift reingeschoben. Jetzt muss ich mich entschuldigen, habe ich eingangs vergessen zu sagen beim Werkzeug. Wir brauchen also hier einen schlanken Dorn. Es ginge allerdings natürlich auch eine aufgebogene Büroklammer zum Beispiel. Also irgendwas, was sich hier
gut machen lässt, denn eigentlich soll das hier genauso leicht sehen, wie ihr das hier gerade seht. Also, der Stift wird hier herausgeschoben. Wenn der fest sitzt, könnt ihr hier mit Wärme nachhelfen. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr hämmern müsst. Diese kleinen Nasen hier, die brechen tatsächlich sehr, sehr schnell ab. Also hier bitte vorsichtig arbeiten. Das ist also der Stift. Ich nehme den hier mal beiseite so. Und den könnt ihr den Schwimmer hier nach oben herausheben. Und die Schwimmernadel vom Schwimmernadelventil, das ist hier eine ältere Variante. Die steht hier also tatsächlich nur lose drin. Die neueren haben einen Drahtbügel, der am Schwimmer hängt. Das kann also durchaus sein, dass wenn ihr den Schwimmer herausholt, dass hier drüber ein kleiner Draht ist und dass die Schwimmernadel sozusagen hier unten dran hängt. Ja, dann ist es einfach nur eine neuere Variante. Das ist also hier die ältere. So, und dann sind wir auch schon hier am Schwimmernadelventilsitz. Das ist dieser. Der ist hier gesichert mit dieser kleinen Kreuzschlitzschraube. Ihr benötigt also nochmal den Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2 und lockert diese kleine Schraube und dreht sie ganz heraus. So, und ich mache das hier immer gern mit meiner Spitzzange, damit lässt sich das hier alles gut rausfischen. Das ist die kleine Schraube. Und dann gibt es hier noch ein Sicherungsblech. Dieses kleine Sicherungsblech hält also das Zuflussteil vom Schwimmernadelventil, den Nadelventilsitz also in Position. So. Und jetzt könnt ihr hier mit der Zange anpacken und den Nadelventilsitz hier herausbefördern. Ja, auch da wird natürlich ein neuer O-Ring benötigt, also im Grunde das ganze Bauteil neu. Und wir machen hier direkt weiter mit den Düsen. Es gibt hier zwei Düsen, das ist die Hauptdüse und hier, ich würde mal mit der Leerlaufdüse anfangen, hier in dieser Vertiefung drinne sitzt die Leerlaufdüse. Ja, da drinne ist jetzt hier schwer einzufangen. So, bitte nehmt einen gut passenden Schraubendreher, nicht zu klein, mit etwas Druck von oben arbeiten, mit einem kleinen Ruck lösen. Und jetzt drehe ich den hier mal rum und lasse das hier rausgleiten sozusagen. Das ist die Leerlaufdüse, so sieht diese aus. Und dann haben wir hier noch die Hauptdüse. Das ist die große. Und unter der Hauptdüse liegt hier noch eine Messingscheibe. Ja, damit sind wir hier auf der unteren Seite des Vergasers schon fertig. Ich drehe den jetzt um und es geht oben weiter. Hier oben gibt es wieder 1, 2, 3, 4 Kreuzschlitzschrauben, die ihr bitte löst und herausschraubt. Schaut bitte, dass dieser Halter dann hier, ja, der ist also sozusagen gleichzeitig damit verschraubt, den löst ihr damit also auch und legt ihn da beiseite. Ich schraube den jetzt raus und dann geht's weiter. Ganz wichtig noch, haltet beim Lockerschrauben bitte den Deckel mit, so wie ich das hier mache, mit dem Daumen fest, denn hier drunter gibt es eine Feder. Die 4 Schrauben sind draußen. Ich nehme jetzt den Deckel vorsichtig nach oben ab. Hier seht ihr die angesprochene Feder. Den Deckel legen wir hier erstmal beiseite. Die Feder steht hier nur drin. Die könnt ihr also herausnehmen. Und jetzt kann der Schieber mit der Membran hier herausgeholt werden. Die Membran sieht auch nicht mehr wirklich taufrisch aus. Die sollte also ersetzt werden. Findet ihr selbstverständlich auch in der Videobeschreibung. Da haben wir den Schieber. Und wenn ihr da jetzt mal hereinschaut, seht ihr unten im Schieber 2 Kreuzschlitzschrauben. Und diese schraube ich jetzt heraus. Auch wenn die Schraubenköpfe sehr, sehr klein aussehen, die Größe vom Schraubendreher PH2 ist trotzdem korrekt. Die sind ziemlich lang. Ja, das ist die eine. Und die zweite. Na. So, dann haben wir diese beiden. Und die Teillastnadel. Schaut mal. So ist das hier gemacht. Ja, Entschuldigung, ich will das hier nur schnell eben kurz zusammenstecken. So. Nein, Entschuldigung. So natürlich. Die Teillastnadel. Auf der Teillastnadel sitzt hier eine kleine Nylonscheibe mit einer Nase. Für diese Nase gibt es hier unten, ganz unten, extra ein Loch. Ja, da sieht man dieses ganz kleine Loch. Hier drauf sitzt dann diese Scheibe, die ich hier eben draufgelegt hatte. Dann kommt hier die Feder. Und das Ganze wird also von dieser
größeren Scheibe, die wir eben locker geschraubt haben, mit diesen beiden Schrauben festgehalten. Damit haben wir also den Schieber ebenfalls zerlegt. Und jetzt gibt es noch an der Vorderseite des Vergasers eine Luftdüse, die man herausschrauben kann. Die sitzt an dieser Stelle. So, hier bitte auch einen möglichst gut passenden Schraubendreher nehmen, dass ihr die Düse nicht beschädigt. So, das ist diese. Die hat einen kleineren Kopf als die Hauptdüse, kann man also nicht verwechseln. Und dann haben wir hier als letzten Schritt noch die Leerlauf-Gemischschraube. Die sitzt bei diesem Vergaser hier oben in diesem Schacht. Die schraube ich jetzt locker und gleich heraus. Ihr könnt sie natürlich auch erstmal reinschrauben, um das aktuelle Setup euch aufzuschreiben. Ja, wie viele Umdrehungen war sie also herausgeschraubt. Ihr findet aber natürlich auch, wie immer in der Videobeschreibung, die Grundeinstelldaten für den Schwimmerstand und für die Leerlauf-Gemischschraube. Und ich würde euch auch empfehlen, nach einer gründlichen Reinigung, nachdem ein Reparatursatz verbaut ist, mit den Grundeinstelldaten erstmal zu starten. Und hier haben wir heute wieder ein bisschen Glück. Es sind alle Bauteile noch auf der Schraube drauf. Ich schiebe das hier mal vorsichtig herunter. Der O-Ring klebt ein bisschen. So, hoppsa. So, das ist die richtige Montagereihenfolge. So gehört das also zusammen. Die Schraube, auf der Schraube sitzt eine Feder, darauf die kleine Scheibe und der O-Ring. Wenn das, wie so oft, jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich es hingelegt? Moment, ja. Ich reiche es dir. Ja, danke sehr. Wenn das wie so oft drin bleibt, meistens ist es so, dass ihr nur die Schraube herausbekommt, die Feder fällt auch noch raus und die Scheibe und der O-Ring, die bleiben meistens drin kleben. Dann biegt ihr euch bitte einfach aus dem Draht einer Büroklammer einen kleinen Haken und damit könnt ihr dann hier das lustige Angelspiel spielen und das herausbefördern. Ja, Leute, das war's. Damit haben wir den Vergaser zerlegt. Die andere Seite, nein, Entschuldigung. Der Running Gag vergesse ich tatsächlich ganz oft. Hier ist noch der Düsenstock. Also, ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ich hab's gewusst. Der Düsenstock, der steckt hier drin. Ja. Und dort ist also unten, von unten die Hauptdüse eingeschraubt. Und in den meisten Fällen ist der tatsächlich so locker, dass er hier herausfällt oder dass man einfach nur von oben einen kleinen Schubs geben muss. Da ist er. Der gehört natürlich auch ausgebaut. Und dann kann der Vergaser rein ins Ultraschallbad. So, jetzt haben wir es aber wirklich. Ein übersichtlicher Vergaser, relativ simpel aufgebaut. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wir freuen uns wie immer über einen Kommentar oder wenn es irgendwo klemmt oder es noch eine Frage gibt, gern auch über eine Mail. Die Mailadresse findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Schrauben, viel Erfolg beim Projekt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.